Und deswegen sagte Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ich glaube in seinem Buch Al-Iman, er sagte, die erste Meinungsverschiedenheit, die es in der Umma gab, war in der Thematik des Al-Iman und des Kufr. Er meint die Khawarij. Was hat diesem gefolgt? Die Khawarij waren sozusagen die Spitze des Ghulu. Und diesem, eine Reaktion davon war dann, dass die Murji'a entstanden sind. Die Murji'a ist genau das Gegenteil der Khawarij. Die Khawarij, eine Gruppe, also ihre Haupt, die Grundzüge dieser Bewegung oder dieser theologischen Ausrichtung war, dass beispielsweise der Iman, ihr wisst, wir haben schon mal darüber gesprochen, ne, dass der Iman ein Komplex ist. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Er ist ein Komplex. Der Iman ist keine einfache Sache. Also er ist keine Einheit, die aus einem einzigen Bestandteil besteht. Er ist etwas Komplexes. Er besteht aus mehreren Teilen. Das ist die Aqida der Ahlus Sunnah. Und die Aqida der Khawarij. Und die Aqida der Mu'tazila. Also sie sind sich alle darin einig, dass der Iman etwas Komplexes ist. Er besteht aus mehreren Einheiten. Er ist nicht eine einzige Einheit. Nur wenn das der Fall ist, wenn das der Madhab der Khawarij und der Mu'tazila ist und der Ahlus Sunnah, was ist denn der Unterschied? Die Ahlus Sunnah sagen, er besteht aus mehreren Einheiten. Und diese Einheiten sind die Taten, also die Taten des Körpers, die mit dem Körper verrichtet werden, die Überzeugungen des Herzens und die Aussagen, die man mit seinem Mundwerk tut. Also aus diesen drei Einzelheiten besteht der Iman. So, das sagen auch diese Khawarij. Tayyib. Wo ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist wie folgt. Unter diesen drei Einzelheiten befinden sich ja nochmal unzählige Formen von Handlungen und Äußerungen, richtig? Zum Beispiel unter der Kategorie Tat. Wir können diese drei Punkte als einzelne Kategorien auffassen. Unter diesen Kategorien sind dann nochmal ganz viele unzählige Einzelheiten. Beispielsweise unter den körperlichen Handlungen fällt das Gebet, es fällt die Hajj, was fällt da denn noch so rein? Das Fasten, fällt das eigentlich unter die körperlichen Handlungen oder nicht? Na, also das gehört auch zum Handeln. So, zurück zu dem Unterschied zwischen der Ahlus Sunnah und den Khawarij. Diese einzelnen Handlungen, sie gehören ja auch zum Iman, oder nicht? Das Fasten, das Pilgern, das Beten, das gehört auch zum Iman, richtig? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Imanu bid'un wa situna shu'ba. Der Iman besteht aus über 60 Zweigen. Der höchste Zweig ist die Aussage La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha. Und das, der geringste Teil des Iman ist das Belästigendes aus dem Weg zu räumen. Steine, Äste oder etwas, worüber man stolpern kann. Oder Schmutz. Oder etwas, was die Leute, die da passieren, stört. Das wegzunehmen. Und dann sagt er, وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ. Und der Scham ist vom Iman. Das heißt, sämtliche Handlungen gehören zum Iman. Nun, wenn der Iman ein Komplex ist aus diesen drei Dingen, entfällt der Iman mit dem Fehlen eines Teils davon? Entfällt der Iman, wenn ein Teil davon fehlt? Ich rede nicht von den Kategorien. Ich rede nicht von den Kategorien, dass eine ganze Kategorie ausfällt bei jemandem. Darüber sprechen wir nicht. Also ich meine mit der Kategorie die Handlungen des Körpers, die Aussagen und Überzeugungen des Herzens. Wir reden nicht davon, dass jemand gar keine Handlung mehr praktiziert oder gar keine Überzeugung oder sämtliche Veräußerung des Imams mit der Zunge unterlässt. Darüber reden wir nicht. Aber wir reden jetzt über die Einzelheiten dieser Kategorien, beispielsweise das Gebet oder er praktiziert eine Sünde. Bricht damit das
Iman, der Iman komplett in sich zusammen? Die Khawarij sagen ja. Sie sagen, wenn ein Teil eines Ganzen fehlt, wenn ein Teil des Ganzen fehlt, ist es so, als ob das Ganze, oder das Ganze existiert nicht mehr in sich. Daher kann nicht mehr die Rede vom Iman sein. Aber die Ahlus Sunna sagen, der Iman besteht aus diesen drei Einheiten, aber er bricht nicht zusammen, wenn Einzelheiten dieser drei Kategorien fehlen. Bricht der Iman nicht in sich zusammen. Das heißt, wenn jemand eine Sünde praktiziert, wenn er gewisse Pflichten, die mit dem Körper praktiziert werden müssen, nicht einhält, ich sage aber gewisse, dann führt das nicht dazu, dass er aus dem Islam oder aus dem Iman raus befördert wird. Das ist der Unterschied zwischen den Khawarij und den Ahlus Sunnah. Also wir sehen, die Khawarij sagen, mit der Sünde nützt keine Tat. Dann haben wir das den Gegenteil der Khawarij, ein anderer Extremismus, der in die andere Richtung geschossen ist. Das sind die Murji'a, die dann sagten, mit dem Iman schadet keine Sünde. Die haben das ganze Konzept umgekehrt einfach. Ja. Also wir sehen, die Murji'a waren eine Reaktion der Khawarij. Und das hat sich dann mit der Zeit immer wieder so abgespielt. Eine Zeit lang haben die Murji'a vorgeherrscht und dann kam es wieder immer wieder mal vor, dass die als Reaktion davon von dem Irja die Khawarij wieder zur Spitze kam. Und so hat sich das immer wieder gewendet.